Ja, erstmal herzlich willkommen zum Mott und Koi Blog, heute mit Ralf. Hallo Ralf. Hallo Martin, hallo Tim. Tim steht hinter der Kamera, hat seine elektrischen Ohrwärmer drin, hat das Mikrofon. Steht ihm gut. Wie oft waren wir jetzt schon zum Bloggen hier? Einmal das zweite Mal. Heute das zweite Mal. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal hier war, da haben wir, das war kurz vor der Markteinführung vom Konishi Number One, 30% Protein, weil das stand ich auf den Steinen und habe darüber referiert, dass eigentlich alles am Futter hängt. Ja, egal ob die Teichtrübung, ob es um die Fische geht, ob es Ammonium, Nitrit, eigentlich in dem Moment, wir brauchen die ganze Filtertechnik eigentlich erst in dem Moment, wo wir die erste Hand Futter geben. Davor ist alles gut. Nachvollziehbar. Und wissen Sie, was jetzt die Krux an der Geschichte ist oder das Paradoxon? Hier habe ich darüber referiert, dass wir das geilste, beste, absolut brillanteste Futter jetzt entwickelt haben. Und Ralf und seine Frau Silvia, die waren immer totunglücklich mit ihrem Teich. Sie können zurückgehen, das war Block Nummer. Und wenn Sie da schauen, dann sehen Sie das alles. Der war immer trüb, das war auch eine völlig strömungsunoptimierte Form. Und das war alles groß. Heute hat man einen Aufzug, Teich hinten, hier den großen Teich. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, diese komische Naturform und die Wasserumwälzung stimmt nicht. Und die Hydraulik hat nicht gestimmt, es hat nicht gepasst. Genau. Und Ralf ist auch ein Mann der Tat und ein Perfektionist. Und hat dann irgendwann gesagt, okay, jetzt nehme ich nochmal alles in die Hand. Und jetzt machen wir es einmal richtig. Und er hat es richtig gemacht. Gerade saßen wir bei Kaffee und Kuchen. Und Sie erwarten jetzt, dass ich sage, und jetzt ist Ralf und seine Frau glücklich. Und nein, er hat so einen Hals, hat so darüber abgekotzt, dass nichts funktioniert. Und dann sage ich, super, und das erzählst du jetzt im Blog. Dann sagt er, soll ich? Sag ja, das ist ja hier keine Schönwetterangelegenheit. Wir haben es mit einem biologischen Produkt zu tun, wo Wasserchemie eine Rolle spielt, wo noch viele andere Faktoren. Ich denke, du hast gerade ein bisschen übertrieben. So ein Hals sieht bei mir ganz anders aus. Aber, den zeigst du, falls es mal so weit ist, dann Tim, und Tim kann es mir dann wieder erzählen, wie das war. Ganz genau. Aber ja, wirklich glücklich bin ich mit der ganzen Geschichte hier nicht, weil der Umbau... Ja, hat einen schöneren Teich ergeben, finde ich. Aber also ich fand es vorher schon traumhaft. Ja, so gefällt es mir. Das sieht ein bisschen klarer aus. Aber mir gefällt es so besser. Nö, machen wir nicht. Aber ja, das Wasser hat sich in keiner Weise verbessert. Was ich mir nicht vorstellen kann. Der Teich ist heute, wir gucken gleich rein, ist 1,50 Meter tief, hat eigentlich eine vernünftige Form, hat selbst jetzt im Winter eine vernünftige Strömung. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Ralf sagt, es sind Schwebepartikel vom Kot, von irgendwas zwischen 1,5 mm Partikel und ganz feinem Staub, befindet sich im Wasserkörper und geht nicht zum Boden. Genau so ist es. Egal, was du tust. Egal, was wir tun, auch wenn wir Fische zusetzen und 5 Tage lang nicht füttern. Es dauert tatsächlich bis zu 5 Tage, bis das Wasser schöner wird. Damit will ich nicht sagen, dass es dann weg ist, aber bis es wieder besser aussieht. Also es war im Sommer noch nicht so wie jetzt? Nein. Noch nie? Zugegebenermaßen, es ist jetzt auch nicht für den Winter 100% klar. Ja? Richtig. Das hat so eine milchige Trübung ein bisschen. Also so ganz, ganz leicht. Übrigens, zeig mal den Kutschaku hier. Ich habe dann die beiden erstmal besänftigt, als wir rausgekommen sind. Und habe gefragt, den Kutschaku, in welchem Alter habt ihr den gekauft? Ja, mal als Jumbo Tosa, letzten Winter wollte er sterben. Ich sage Ihnen, das ist einer der besten Kutschaku von 1-2-Jährigen, die wir an Kunden verkauft haben, die sich hier so entwickelt haben. Der hat heute 70, 75. Und ich habe dann Tim, ich habe es bei mir in den Taschenrechner eingetippert und habe dann zu Tim gesagt, dass er mal einen Wert raushauen, was er glaubt, nachdem er jetzt mal in Japan das Abfischen miterlebt hat, was so ein Fisch an Wert hat. Und wir lagen relativ nah beieinander, das ist jetzt nicht auf die dritte Nachkommastelle. Aber es war ein Betrag, wo Ralf und seine Frau dann beide, im Ernst? Und das ist wirklich, das könnte auf die Shinkokai. Die Zeichnung ist jetzt nicht perfekt, also da gibt es heute Schickeres auf der Shinkokai. Aber ich sage Ihnen, Qualität Beni, Qualität Hikari, also metallikfarbener Glanz, plus die Mame, also das Matsuba, auch Kutschakuhan genannt, das ist absolut Shinkokai-Niveau. Also für den genannten Betrag würde man auch gerne verkaufen. Kein Problem. Okay, machen wir nicht. Wir sind Vertriebspartner, da können ich die Koi fahren. Danke, unser Nachschub ist gesichert. Aber auch deine anderen Koi, der gelbe Karashi, ist ein Oberwahnsinn. In welchem Alter hast du den gekauft? Als Nisai. Verrückt. Wie alt damals? Oder wann war das, vor wie vielen Jahren? Der wird jetzt 5 sein. Wahnsinn. Richtig gut. Aber die anderen Fische stehen gut da. Und jetzt ist es halt so,
ich kann hier jetzt drüber rum referieren, dass wir natürlich Schwierigkeiten mit den Flachwasserzonen haben, ja, weil die immer für Verwirbelung sorgen. Logisch, ja. Ich kann über die Strömungsplatte, über den Sauerstoff, über Platzierung der Bodenabläufe, dies, das. Aber es wäre alles Schwachsinn. Und weißt du, warum es Schwachsinn wäre? Ich denke, du musst es sehen. Weil ich das Ergebnis nicht sehe. Ich sehe jetzt einen mehr oder weniger klaren Teich. Mhm. Und ich habe Ralf versprochen, weil wir dann natürlich auch, wir waren ja hier zum Bloggen und haben dann empfohlen und macht dies und das. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann sehe ich uns schon auch in der Pflicht, dass wir das irgendwie in Ordnung bringen. Das freut mich sehr. Und ich gebe dir mein Wort, dass wir dieses Jahr, werden wir den Teich klar bekommen. Weil wir gucken uns jetzt in einem der nächsten Blogs, aber jetzt gehen wir erstmal zum Aufzugteich hinter. In einem der nächsten im nächsten Block schauen wir uns auch die Filtertechnik an und dann werden auch Sie schnell sehen, das kann gar nicht sein. Und wir werden auch irgendwie den Schmutz, wann immer und wie immer und in welcher Konsistenz auch immer er hier im Teich anfallen wird, kann ich da drüber laufen oder das mache ich dann der Ole? Nee, passt schon. Okay. Hast du den Block gesehen? Ja, klar. Ja, bei dem waren wir gerade vorher. Heute ist aber nicht, wir waren an der Innenhalterung. Der hätte auf den Trommelfilter steigen müssen, um ins Becken zu springen. So, das ist dein Aufzugbecken. Hat wie viel, lass mich raten, 8 Kubik? Ja, 9, ziemlich genau. Ja, 9, habe ich gesagt. Mhm. Und hast du aber relativ wenig Fische drin? Ja, das mag so sein. Ich möchte ja auch in den Folgejahren noch welche kaufen, insofern. Das ist gut. Ne? Und hast du da ein ähnliches Problem? Oder? Das Gleiche, ja, klar. Und die Wasserqualität genauso? Ja. Also was er vorher gesagt hat, kann natürlich sein, dass das nicht das Wasser ist, mit dem wir uns auskennen. Ihr habt hier eine Carbonatherde im Ausgang. Von 2. Von 2. Mhm. Ja, dann ist doch klar, dass die Teiche trüb sind. Gut, dann achten wir mal auf. Ich kann alles verkaufen. Nee, das ist verrückt. Wir werden dann auch mal Calciumcarbonat reinkippen, dass wir mal wirklich sehen, wie läuft die Strömung. Hast du alles schon gemacht? Natürlich. Oder? Ja, unerzählt. Muss man dir eigentlich alles aus der Nase ziehen? Mein Gott. Also im Oberflächenbereich haben wir eine ganz klare Kreisströmung, sehr sauber. Mhm. Wenn es nach unten und insbesondere in die Mitte geht, überhaupt nicht mehr. Dann verwirbelt es sich, also wirklich unorthodox. Und, ja, aber wir sehen ja zum Beispiel, dass der Bodenablauf auch nicht zentral in der Mitte ist im Teich. Ja, ich habe versucht, ihn zentral in dem dickeren, also in dem breiteren Bereich hier zu machen. Ja. Hier geht es auch noch 20 cm drunter. Das haut so ungefähr hin. Ja, das sind halt alles solche, aber ich will es jetzt nicht. Ich verstehe aber, was du meinst. Also nachdem es fertig war, habe ich auch gesehen, man hätte ihn ruhig einen Meter weiter rübersetzen können. Und glaub mir, der Meter kann viel ausmachen. Mhm. Hast du schon mal mit Teepulver das angeschaut, wenn du das in einem runden Gefäß immer schneller drehst und dann irgendwann stoppst? Nee, machen wir nicht. Hast du Teepulver zu Hause? Meine Frau möglicherweise, ach, ja. Du bist auch kein Teetrinker? Nein, danke. Gottes Willen. Gottes Willen. Das ist es. Vorher hat der Tim beim Ole hat einen Kaba getrunken, Kakao. Ja. Als nächstes fängt er wahrscheinlich noch Tee trinken an. Ich glaube, das und dann fahren wir mit dem Wohnmobil durch Deutschland. Also ich bin mir sicher, das eine und dem anderen nichts zu tun. Ja, aber du kannst doch nicht, du hast echt geile Fische. Oder ihr habt geile Fische. Du kannst doch jetzt nicht wegen ein bisschen Trübung, kannst du nicht Spaß am Hobby verlieren. Nach dem Aufwand schon so ein bisschen. Ne? Meine Erwartungshaltung war schon die, dass der Fisch danach gegessen war. Ist aber wirklich nicht der Fall. Ja, mir tut es ja echt leid, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber wir werden das rausfinden. Aber es ist natürlich schon so, wenn der Schmutz nicht... Wie viele Bodenabläufe hast du? 1. Und 1 Skimmer? Mhm. Und wie viel Kubik? 25. Und einen Filter hast du auch? Der Blick war gerade unbezahlbar. Und nichts zu sagen hat es noch unbezahlbarer gemacht. Ja, aber ich sage Ihnen, und drum, Ralf hat mich vorher angeguckt und hat gesagt, was, du hast gar nicht geglaubt, dass ich den Blog ausstrahlen will. Ja? Wir sind hier keine Schönwetterveranstaltung. Das ist einfach so ein Thema und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass es ein wirkliches Strömungsproblem ist und sonst nichts anderes. Und es könnte ja, schon damit erledigt sein, wenn ich mir das jetzt mal angucke, wo der Bodenablauf liegt.
Achtung, und wenn ich da recht behalte, ja? Bitte. Du schießt hier das Wasser rein. Genau. Und das, da hinten. Genau. Hm? Und das Wasser prallt da hinten hin und prallt dann gegen die Ecke. Ja. Ja? So, dein Bodenablauf ist hier. Du wirst aber mit der Art, und wie du einströmst, wirst du dein Strömungszentrum mehr in die Richtung verlagern. Ja? Hm. So, wenn wir jetzt hergehen, Tim holt die Flex und eine Säge und wir machen hier die Strömungsplatte raus. Hab ich probiert. Und wir fahren so rum. Martin, hab ich probiert. Ja, und was ist dann passiert? Nichts. Das glaube ich nicht. Warum sollte ich dir jetzt Scheiß erzählen? Das haben wir selbstverständlich probiert. Das haben wir selbstverständlich probiert. Nach dem letzten Teichbereitungstag war das die erste Aktion. So, und dann wird die nächste Aktion, also wenn das jetzt nicht funktioniert hat, was natürlich sein kann, dann ist die nächste Aktion, die wir machen, wir drehen den Skimmer um, legen den Rohr nach unten und legen es mal zentral in die Mitte rein, den Skimmer, dass wir beides vom Boden absaugen. Das wäre machbar, ja. So, Gott sei Dank hast du das noch nicht gemacht. Wenn du jetzt auch gesagt hättest, ganz ruhig, wenn du jetzt nochmal gesagt hättest, habe ich auch schon gemacht, dann hätte ich gesagt, Tim, fahr den Wagen vor. Aber da ist neu der Wagen, da darf Tim noch nicht mitfahren. Okay. Wir sind aufs autonome Fahren gekommen. Das ist eine geile Nummer. Das funktioniert zu 99%. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% werden wir demnächst mit einer unfassbaren Geschwindigkeit irgendwo frontal einschlagen. Also ich wäre mir absolut, ich hätte alles darauf verwettet, dass es für dich nichts ist. Das ist das Geilste, was ich je gemacht habe. Du lässt dich Autobahn. Du lässt dich von einem Auto fremdbestimmen? Alter, das ist das Geilste. Das ist wie Zugfahren. Ich habe meine Hände am Lenkrad und gucke so raus, wie so ein Eichhörnchen. Kein Witz. Und ich habe hier Hochzugs heute. Ich habe auf der Autobahn dreimal gelenkt, wenn du auf Autobahn kreuzt, sonst macht er alles allein. Also für mich wäre es nichts. Das hat Oliver auch gesagt. Ja. Das hat er übrigens vor einiger Zeit auch gesagt, aber jetzt... Also wir sind jetzt mit dem Ding schon 2.000 Also das neue Auto hat dich überzeugt. Voll, es gibt nichts Geileres. Das hatte ich sicherlich den ganzen Sommer angefeindet von den ganzen Autofreaks. Was soll das? Also Ralf, jetzt zurück zum Thema. Es ist geil, es hat sowas von der Kulisse von Quentin Tarantino, Kill Bill. Kennst du die Endszene, wo es ist Schwabkampf? Ja. Hast du zwei Schwatter da? Tim, hast du Kill Bill gesehen? Der hat Kill Bill nicht gesehen. Wie viele Menschen kennst du, die Kill Bill nicht gesehen haben? Ich denke mal, seine Generation, da könnte das schon passen. Ne? Mhm. Schade, aber dafür können sie die Teletubbies. Wir kriegen das hin. Das wäre schön. Wir kriegen das sicher hin. Ja, dann glaube ich dir das mal. Das kann nicht anders sein, weil wir gucken uns jetzt den dazugehörigen Filter an. Das kann nicht sein, dass du hier die Lust am Hobby verlierst. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal das Ergebnis sehen. Wie viel hast du hier gefüttert am Tag? Ich weiß es nicht genau, zwischen 800 und 900 Gramm. Passend für die Fischmenge. Absolut. Also, vielen Dank und erstmal sorry, dass der erste Umbau nicht geklappt hat. Und wie gesagt, wir kriegen das hin. Prima. Bis dann. Danke. Ciao. Danke dir.